Ja, also wieder bei Tales of Cestiria. Beim letzten Mal haben wir uns noch um die letzten paar kleinen Sidequests gekümmert. Die beiden kommen erst sehr viel später nach dem Endboss, denn um den geht es jetzt. Heute stellen wir uns dann endlich Heldalf und schauen mal. Und werden das Spiel quasi erst einmal beenden, die Story, um später hier nochmal zurückzukehren. Ausgerüstet sind wir, glaube ich, immer noch ziemlich gut. Ich habe jetzt da nichts dran geändert, meine ich. Sollte schon so passen. Na dann. Let's go. Heldulf, it's time to settle this! A world where all who live know pain. It is indisputable that every creature yearns to be liberated from this senseless suffering. Why do you fight back, Shepard? It may be that the world you strive for would free us all from suffering and anguish. But I still don't think it's the right solution. We don't want to avert our eyes from pain. Only in knowing hardship can we celebrate and feel enlivened in the good times. That's right. We want to be able to feel that we're alive. The peace that only comes from fighting against suffering. Surely you don't think the world should consider that a blessing. We're not saying it's a bad thing to run away from it. Just that we don't plan to do that. I merely speak of the laws of nature. You mean to live is to obey the laws of nature? What else would it be? You're wrong. All that is not being dead. You, of all people, ought to know just how painful that can be. Let me ask you one more time, Shepard Saray. Join me. Never! The Lord of Calamity and the Shepherd, so they are this world's light and dark. But I will not succumb to light. I won't give in to darkness. So, und jetzt geht's los gegen Heldulf. Ja, jeder sagt, es kann nötig sein. Wir schaffen das zusammen. Alle müssen uns helfen und bei den Kombos unterstützen. Nicht gleich die volle Kraft anwenden. Hint, hint. Da könnte mehr sein. Hui. Otherwise we'll never be able to identify their bond. Alter! Macht der Schaden. Ich überlege gerade, ob ich dramatisieren soll oder nicht. Alter, diese Attacke! Na gut, jetzt ist das Problem eh erledigt. Er macht auch nur diese eine Attacke die ganze Zeit. You think? Such blather. Where does this spark come from? Someone like you would never understand. Einfach draufhauen. Ja, doch, so mache ich ein kleines bisschen mehr Schaden. Alter, dieser Angriff, ne? Dieser Wasserangriff. Viel zu stark einfach. So, erster Teil. But of course, no matter how strong you get, you cannot abandon the one who raised you. Saray? Gramps. What? You said you wouldn't give in to darkness. Then what is it you feel this very moment? He's absorbed Zenris? Saray, stand back! Saray! Layla, if we purify him, we can save Gramps, right? Layla! Gramps! Do you feel it? The pain of hurting one's beloved children? Heldulf! Go on.
Save him if you can. Gramps! Gramps! You monster! Just kick his ass! Then we can talk! I can get behind that. Yeah, if we just wail and moan, we're sunk. I thought you had a way to sever the bonds of hate. Why aren't you using it on me? I knew he was plotting something, but... This is worse than using Zenris as a hostage. Das ist schon ziemlich bitchiger Move, den er da gemacht hat. Verdammt. Das macht echt so viel Schaden. Was? Wieso hat mich das jetzt wieder erwischt? So. Was machst du denn jetzt? Hat er jetzt geboostet? Huch, wo kommst du denn her? Oh cool. Ist da noch einer? Ja, ist noch eine Rüstung. Au! Natürlich haut die mir genau in dem Moment dahin, wo ich aussehen ausweiche. Oh, wie nett. Danke fürs Aufladen. Einmal die Rüstung da wegmachen. Bin ich da gerade wunderschön aus dem... aus der Heilung rausgesprungen. So, kann ich Mitglied wieder haben? Yo. Yo. Das hat's gebracht. You know more than anyone what it is to suffer. How could you inflict that same pain on other people? Hat er noch einen? Nee, halt, nicht zu schwören. Nope. Lauf hier Stuff zu beschwören. Alter, diese Attacke. Die ist so mies. Nope. Zum Glück kann man ihn dann noch abbrechen. Jetzt hat er jetzt schon so viel Stuff hier beschworen. Hui! Hat er mich von hier hinten aus noch erwischt? Alter! Yo! Ist gut! Yo! Wieso auch nicht? Ne? Einfach so mal eben weggehauen. Wieso habe ich jetzt die Daten geladen? Das war nicht nochmal. Joa, ne? Mit der Attacke, Dingens gewonnen-hittet. Rose und Savit, glaube ich, war gerade draußen. Und mit dem Mystic atme ich danach hinterher auch noch. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich so ungefähr bei... Wie viel hat er? 20.000 noch oder so gehabt? Da müssen wir uns den ganzen Kampf davor noch nicht nochmal angucken. Nee, nee. Der packt da plötzlich Attacken aus, die meine Leute einfach bei One hitten. Und eine Range haben von hier bis nach Timbuktu oder so. Naja, bis gleich. So, wir sind zurück. Diesmal war's... Hat's auch... War es nicht so lange, bis ich hier wieder an dem Punkt war. Wir sind jetzt bei... Ich habe jetzt 3,5 Minuten gebraucht, um ihn wieder so stark runterzuprügeln. Moment, hat er jetzt... Ich wollte schon sagen, hat er jetzt mich erwischt? Komm, amortisiere dich! Meine Güte. Okay, das hat sich erledigt.
how meaningless it is to resist? You know more than anyone what it is to suffer. How could you inflict that same pain on other people? I didn't become this way by my own hand. It was you people, your sins. Shut up! I'll never let you have your way! Come to me! Killers of Plague! Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, verzichte ich auch diesmal direkt auf die bessere Erfahrungspunkte und besiege einfach so schnell es geht. Weil, wenn ich jetzt noch warte, dann macht er mich noch fertig. Nope, kein göttlicher Laser. Ich glaube, man bekommt eh für den Endboss keine Erfahrungspunkte, von daher. But Rose, please, there must be some other way. You can't stand the thought of losing your own family. Isn't that precious? Screw you! Gramps, Muse, none of them would have had to die if it weren't for you! It's all your fault! Yeah, they're not the ones who suffered for such a foolish decision. So, what will you do? I'll work it out somehow. That's what I promise. This is not the place for a squad. Saray. This is something that I have to do myself. Thank you, Rose. For everything. Saray! Idiot! Saray. Stand back, everybody! I won't let you carry this by yourself. You're not fit to save anyone! Lose Raw Brulee! You know full well the he rules, He means, right? And that's the very you, reason. You idiot! I know. It all I depends. I humbly accept. You believe it. And live your life to the fullest. And I know you will not go astray. Gramps, I won't forget this pain. Ever! Saray, Nicleo, well done. Your resistance is such that you would dirty your own hands? So be it. I shall grant you true loneliness. Now tell us! So. Before me. All of it is worthless. No turning back for either of us now. If we did, it would negate everything we've ever done. Isn't that right, Heldolf? Think not to lecture me, urchin. Da mussten die beiden jetzt erstmal ihren eigenen Großvater töten. Make sure you pull the trigger when he stumbles so you don't miss. It'll take stones to pull it off. Can you handle it? I'll be supporting you too. We can do it, Saray. Yeah. Und jetzt beginnt der spaßige Teil des Bosskampfs. Au. I need a hand, aber you need a hand too. Autsch. Sollte ein bisschen aufpassen. Ah, noch nicht? Jetzt. Nein, noch nicht. Jetzt.
Er macht zum Glück nicht viel Schaden oder so. Everything okay? Sieht nicht ganz so okay aus. Kriege ich irgendwie auch Schaden davon? Sehe ich das gerade richtig? Yo. Wie sie mit genau einem KP noch lebt. Irgendwie sterben da alle ständig weg. Passen wir noch ein bisschen auf. So, 280. Ja, nicht mehr viel. Dann beginnt der, ich sag mal, schöne Teil. Au, Alter. Noch. Ich weiß, es dauert immer so lange, bis ich wieder ein Item benutzen kann. So, heilen wir uns noch mal ein bisschen und... So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und da haben wir gerade Nikleo rausgeschossen. Halt dich mal. Sollte beim Überleben helfen. Ah, ich kann auch hier kein Mystic Art einsetzen. Gut zu wissen. Irgendwie bin ich hier vorne so ein bisschen sicher gewesen. Ja, man hat gesehen, er hat gerade versucht, irgendwas zu casten. Wir konnten ihn dadurch abhalten, indem wir viel genug Schaden machen. Irgendwie tut er mich nicht so wirklich. Und das dürfen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Immer viel Schaden machen, sodass er gar nicht erst dazu kommt. So, ich würde mal sagen, geht jetzt mal auf Verteidigung. Einfach mal nach hinten. Und viel Schaden machen halt, bis er quasi davon abgehalten wird einmal. Und dann müssen wir unseren Partner wegschießen. Meine Güte. Macht zum Glück nicht viel Schaden. Und zwar alle 70.000 HP müssen wir das nur einmal machen. Also irgendwie hat Wasser bisher noch am besten Schaden gemacht. Boah, das macht auch gut Schaden, weil das so häufig trifft. Ja, das macht guten Schaden. Gut, dass ich bei einigen Attacken einfach mal in die Luft springe und dadurch quasi sicher bin. 150.000 hat er noch. Ja, damit kann ich ihm gleich auf jeden Fall auch mit Wind sehr viel Schaden machen. Ich finde es teilweise interessant, mit was er mich alles nicht trifft. So. Doch noch nicht genug? Ja doch, er fängt jetzt an zu casten. Dann halt du dich. Oh oh.
glaube, das haben wir nicht geschafft. Yo, oh Gott, war das knapp. Das war knapp. Moment, nee. Oh, sie ist gar nicht mehr am Leben. Das war gerade das Knappeste überhaupt. So, hatte ich mit ihr auch einen Drachenart? Antidrache. Ja. Zur Seite. Irgendwie stehe ich gerade ziemlich doof. So. Na, wobei ich stand hinten gar nicht ganz okay. Hallo, habe ich dich nicht auf Verteidigung gesetzt? Könnt ihr euch da hinten bitte mal ein bisschen am Leben halten? Ich habe dich umsonst auf Verteidigung gesetzt. Treffe ich damit überhaupt? Doch, jetzt habe ich gesehen. Ich habe mal den Schaden gesehen. Also irgendwie... Was? Ach so, sie konnte sie nicht heilen, weil Statusveränderung. Ich hab nicht drauf geachtet. Ja gut, und tschüss. Wieso heilst du mich? Ach, stimmt, du kannst dich ja nicht selbst heilen. Ich vergesse das immer wieder. Ja gut, sie ist jetzt direkt wieder tot. Partner. Ich habe das Gefühl, die Schwachpunktattacke bringt nichts. Wie hat mich das denn jetzt noch erwischt? So, ich glaube, jetzt können wir langsam hier wieder beleben. Ja, okay. Okay, ist gut, Helda. Ist gut, du magst meine Leute nicht. Ich hab's schon gemerkt. Einfach instant wieder getötet. Kaum war sie da, ne? Darf ich jetzt mal bitte einen von denen wiederbeleben und der darf dann irgendwie ein Momentchen am Leben bleiben? Wow. Ich hätte nämlich schon gerne ein bisschen Hilfe, wenn ich gleich voll drauf haue. Ach ja. Draufhauen bitte. Alleine draufhauen wird mir nicht viel bringen. So, kurz aufladen. Oh Gott, es wird knapp. Das wird knapp. Nope. Nope. Es hat nicht geklappt. Wenn wir ihn nämlich zu Ende casten lassen, ist das ein Instant Kill. Fürs ganze Team. Jo. Ich würde sagen, das probieren wir im nächsten Part nochmal. No. Nicht in diesem. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.